Sowas habe ich halt in Dark Souls halt erwartet. Weißt du, das fand ich halt an Dark Souls blöd, dass die Story ja grundsätzlich zweigeteilt ist, dass du erstmal die Story halt hast, um Schrein des Winters, um den aufzumachen, und irgendwann, ja, ist der Böse ist hier der König, ach nee, doch nicht, ist die Königin. Und das war halt nicht so gut inszeniert insgesamt. Und allein aber das hier, das ist, weiß ich nicht, 500 mal besser inszeniert. Und hier ist schon mal wieder ein Dutzgerät. Fluffy! Ich danke dir für dein Follow, mein Lieber, zu so später Stunde. Schön, dass du noch eingeschaltet hast oder noch zuguckst oder dabei bist. Und dabei bleibst, wie auch immer. Da vorne war Loot, ich hab's gesehen. Ich will mich hier nochmal umgucken, bevor ich mit der Königin rede. So, dann holen wir uns mal den Loot. Wahrscheinlich erschießt die uns dann, weil wir ja den Loot klauen. Oh Mann, ist das gut hier. Ungeöffnete Vorladung. Wo ist die? Ah, wahrscheinlich wieder bei Schlüssel-Items. Moment. Eine alte, versiegelte Vorladung. Wie die erste... Was? Wie die erste ist es eine Einladung nach Kainurst, aber für wen ist unbekannt, da eine Adresse fehlt, ein Adressat fehlt. Hallo. Sie trägt erstmal einen Stahlhelm. Aber sie ist noch menschlich, oder? Sie trägt halt nur so einen komischen Hut. Diese Unverschämtheit. Wir sind entehrt. Aber dennoch eine Königin. Wir werden einer ungehobelten Bestie keine Audienz gewähren. Wir werden einer ungehobelten Bestie keine Audienz gewähren. Verschwindet jetzt. Verschwindet. Beten? Haben wir irgendwo knien? Oder haben wir noch ein richtiges Knien? Nee, so ein anderes haben wir nicht. Wir werden einer verschwindet jetzt. Nee, da können wir noch nichts machen, keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir irgendjemanden hier hinschicken. Dafür ist wahrscheinlich die Einladung, aber die Frage ist, wen und wo. Also wie gesagt, die Frage bitte jetzt nicht im Chat beantworten. Das gucken wir dann zum Schluss hin. Dann zum Schluss, wenn wir es bis dahin nicht rausgefunden haben, dann könnt ihr mich da spoilern. Aber das ist erstmal noch was, wo ich halt selbst nochmal gucken möchte. Wir hatten wen, wir, wo, irgendwen, wo, was, keine Ahnung. Dann sind wir hier erstmal fertig, würde ich behaupten. Ich konnte gerade knien. Wo stand denn bei mir knien? Knicks. Ach, das stand da bei ihr als Dialog. Okay, 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 okay. Das habe ich nicht gesehen. Okay, ich gehe nochmal knien. Der Ekelblutkönigin. Als Option vor der Treppe, das habe ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott, ja. Ja, gut. Chat ist wach, der Chat ist wach. Perfekt, ich habe euch wach gemacht. Oh, sehr schön. Alles Absicht. Schön, dass ihr alle noch schreibt und aufpasst. Oh, wo denn? Na gut, ihr habt recht. Das habe ich gar nicht gesehen. Dann knie ich jetzt. Besucher, mondduftender Jäger. Ich bin Annalise. Königin von Schloss Kainhurst. Oberhaupt der Ekelblüter und Erzfeindin der Kirche. Doch
Unser Volk wurde ermordet. Und wir sind eine Gefangene dieser elenden Maske. Was ist es, das ihr sucht? Wir haben unseren ersten Eid gefunden. Wir haben unseren ersten Eid gefunden. Aber ich frage mich, was ist Ekelblut? Wie heißt das auf Englisch? Ich werde jetzt hier einfach mal Mitglied im Club. Super Tata. Danke fürs Follow. Ich mach mal. Ja, ihr seid für wahr ein seltsamer Jäger. Wir sind diese kläglichen Nächtelein. Ihr sollt unser Gelöbnis teilen und einen Eid gegen die Kirche schwören. Wenn ihr diesen Weg einschlagen wollt, dann labt euch an meinem scheußlichen Blut. Ich darf sie ansaugen und Blut trinken? Ekelblut ist Wild Blood? Okay. Ja klar, ich saug sie an und trink erstmal von der Tante. Korruption. Kanehurst-Abzeichen. Okay. Respekt. Respekt. Was? Ich habe keinen Blutsamen. Mein Samen ist nicht blutig. Tja. Also das ist definitiv Neid. Ich vermute PvP. Irgendwas, sei es jetzt... Vom Namen würde ich sagen, gegen andere, nicht kooperativ, sondern wirklich PvP um des PvPs willen. Wir erwarten eure Rückkehr für die Ehre von Kanehurst. So, dann gucken wir uns mal an, was wir hier bekommen haben. Es waren zwei Sachen. Das eine war, glaube ich, eine Glyphe oder Rune. Und das andere war so ein Abzeichending, ne? Oder nicht? Kanehurst Abzeichen. Abzeichen der königlichen Wache von Kanehurst. Abzeichen der königlichen Wache von Kanehurst, der treuen Wache der Ekelblutkönigin Annalise. Die Synchro von der fand ich übrigens gut. Die Ekelblüter sind Jäger des Blutes und jagen Beute, während sie nach Blutsamen suchen. Die Jäger, die sich ihnen anschließen, müssen sich entscheiden. Entweder leihen sie sich nur ihre Stärke oder sie gehören ihnen mit Herz und Seele. Und eine Glyphe haben wir bekommen. Korruption, glaube ich, hieß die. Korruption, Rune, Symbol der des Ekelblutschwurs. Nahtod heilt weiter. Plus 1. Kann ich die jetzt in den letzten Slot einbauen? Moment, mal wieder hier zurück. So. Ja, ich wollte gucken, ob ich das einbauen kann. In den vierten Slot, da hatten wir ja bis jetzt nichts. Ja, da kann ich die einbauen. Bumm, jetzt haben wir da eine drin. Korruption. Halt irgendwie weiter. So, haben wir jetzt irgendwas freigeschaltet heute? Gucken wir mal, wir haben ja dieses Abzeichen. Ah, Hilfe. Nichts Neues. Nichts Neues. Nichts Neues. Also hier gibt's nichts Neues. Und hier unten gibt's... Was gibt's denn hier? Giftmesser, Kiesel, Feuerpapier, das ist alles noch das Übliche.
Das ist das Übliche, das ist nix. Ja, die Jägeraxt hole ich mir noch. Den Kirchenhammer Ludwigs Klinge, den habe ich. Okay, was ist das denn? Hikage. Was? Fremdländische Waffe der königlichen Wachen, die Annalise, Königin der Ekelbüter im Schloss Kanehas beschützen. Wenn die zarte, gewellte Gravur, die die Hikage-Klinge umfasst, mit Blut benetzt wird, sinkt das Schwert in Scharlachrot. Allerdings verzerrt der Ritus die Essenz des Trägers selbst. Also wahrscheinlich Selbstschaden. Renyo, ich danke dir fürs Follow. Zu so später Stunde, mein Lieber. Ich denke, das ist wie diese Katanas aus DS1, DS2, womit man Selbstschaden bekommt, wenn man damit rumbolzt. Okay, wenn man vielleicht ein bisschen Live-Rekt macht, muss man mal gucken, ob man damit spielen kann. Was braucht das denn? EDC skaliert am besten auf Arkan und braucht auch 12 Arkan. Nee, Quatsch. Blutdings braucht es, nicht Arkan. Blutding skaliert am besten. Ja, muss man mal testen. Werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Was haben wir hier noch? Hier gibt es neue Rüstung. Kanehurst-Rüstung. Kanehurst-Rüstung. Oh, die sieht aber gut aus. Alter! Hat nicht heute irgendjemand irgendwie zu Beginn des Streams oder auf Facebook gesagt, ja, ich vermisse aber so ein bisschen die Rüstung und es gibt ja gar keine Plattenrüstung. Also wenn das nicht aussieht wie eine Plattenrüstung, dann weiß ich auch nicht. Das ist voll die bumsmäßige Plattenrüstung. Alter Vater, Mann. Ja, da kann ich am Ende nochmal ganz gut Seelenfarben gehen. War ja nicht billig irgendwie, ne? 27, 44, ein... Und die Waffe kam auch 50. Na, schönen guten Tag auch. Na, schönen guten Tag auch. Na, schönen guten Tag auch. Uiuiui. Chaos Blade, genau. Chaos Blade. Das war's. Fraktale bzw. JFK haben es richtig gesagt. So, erstmal setze ich mir jetzt einen anderen Hut auf, bitte. Wie sieht das aus? Das sieht Käse aus. So. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Ich frage mich, das hatten wir auch noch nicht richtig erkundet. Wo komme ich da raus? Da war ich da oben. Nee, Degen kann ich noch nicht auf... Ach so, den Degen aufwerten. Den Degen. Ja, das mache ich nachher. Ja, mit dem spiele ich dann jetzt ja sowieso nicht. Da muss ich erstmal wieder rumgucken. Beim Farmen mache ich das meistens. In diesem Gebiet... Da fehlt uns noch irgendwas, weil da haben wir eigentlich nichts gemacht. Glaube ich. Wir kommen oben raus und links mussten wir runter. Und da haben wir aufgehört. Ja, genau. Genau, in diesem Gebiet haben wir nichts gemacht. Kein Shortcut, kein gar nichts. Und Einsicht. Ja, was... Xumluf schreibt, ich kann es dir noch nicht 100% sagen, was Einsicht macht. Es verringert auf jeden Fall den Schaden, den du in mit Beast Mode, also Beast Pebbles oder wie immer diese Dinger heißt, machst. Wofür das sonst noch sein soll, ich weiß es nicht. Genau wie dieses Gebiet hier, ich weiß es nicht. Kurz erklärt, wenn ich hier einen Stream gesehen hat, wir sind hier angekommen, sind hier runter. Aber wir haben hier nichts wirklich erreicht in diesem Gebiet. Also kein Shortcut, kein Boss, kein irgendwas. Von daher weiß ich nicht, wir müssten uns hier eigentlich auch nochmal umsehen. Weil wir hier irgendwie abgebrochen haben. Ich weiß gar nicht, warum wir hier abgebrochen haben. Wisst ihr das noch? War das Streamende? Weil ich glaube, wir waren hier nicht. Ja, der Rollschuhlopper natürlich. Der Rollschuhlopper ist wieder da.
weil das Gebiet ist ja nicht nur einfach da, damit das Gebiet da ist. Irgendwie muss das Gebiet ja auch einen Sinn haben. Genau, das war hier irgendein Rätsel, was wir noch nicht gelöst haben. Wie wir hier zu diesem Ding kommen. Das heißt, das ist hier ein... Keine Ahnung. Oh, hier wieder ein kleiner Frame-Drop, zumindest akustisch. So. Bass, ich danke dir fürs Follow, mein Lieber. Was ist denn hier? Naja, der Rollstuhlopfer ist wahrscheinlich wieder da, weil der Glöckchenspieler noch lebt. Ich würde gerne hier durch. Na, hier komme ich nicht durch. Ach, hier komme ich auch nicht durch, obwohl das so aussieht, oder was? Oh, wie dumm ist das denn bitte? Das sieht so aus, als ob man durchkommt und kommt gar nicht durch. Oh, Rolleropa. Muss man den Rolleropa wegmachen. Oder komme ich hier durch? Ja, das sieht zu groß aus und du kommst halt nicht durch. Da geht's nicht weiter. Das ist dann quasi der Shortcut, den wir erstmal hier in diesem Gebiet wohl freischalten müssen. Ja, sorry, dass ich auch gerade jetzt wieder nicht auf den Chat geschaut habe. Ich gucke gleich. In dem Gebiet wieder ein bisschen schwierig, weil die Mobs halt hier permanent respawnen, wenn man den Glockenspieler nicht kaputt macht. So, ich gehe nochmal hier hoch. Hier war der Leuchtfeuer. Hier, glaube ich, bin ich erstmal ganz kurz safe, um auf den Chat zu schauen. So, jetzt kann ich mal gucken. In dem Gebiet nicht, glaube ich, Fraktale. Und Kathedrale, wo ich jetzt in die Luft gehoben wurde, da könnte ich nochmal gucken, sagt der gute Xum. Okay. Lukidas, hau rein. Walking Dead muss ich auch irgendwann dann schauen, aber die gesamte Staffel. Ich habe noch nicht mit der 5. angefangen. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Freue ich mich drauf. Viel Spaß beim Schauen. War ja, glaube ich, heute Staffelfinale. Da war ich. Da bin ich runtergegangen. Das heißt, es bleibt nur der Weg des Todes. Jetzt nicht mache. Da ist nämlich wieder so ein Typ, was nach mir greift. Und deswegen kann ich da nicht auf der Schräge kämpfen. Die respawnen hier alle, weil hier irgendwo auch Blöckchenmann ist. Und wie hier kommt so ein Griffding, was einfach nach mir greift. Das ist halt ziemlich dumm, dass das nach mir greift. Deswegen kann ich da nicht direkt kämpfen. So, hier schreit auch irgendwo ein Baby, aber ich weiß nicht wo. Das ist halt alles so super komisch hier in dem Gebiet. Und hier komme ich auch nicht weiter, oder? Hier hatten wir auch zwei Wege. Da und da. Wobei, da drin hatten wir uns eigentlich schon mal umgesehen. Yassi, komm gut ins Bett. Ich weiß nicht, wir haben, ja,
wenn ich jetzt nicht direkt gleich den nächsten Boss finde, wahrscheinlich wirst du nicht viel verpassen. Ich bin im Moment eher gesagt mit dem Weg hier überfragt, wo der weitere Weg ist. Aber ja, Yassi, komm gut ins Bett. Hau dich weg. Bis morgen Abend. Hier ist nämlich der Glöckchenmann. Ach, und der Rollschlopper, den habe ich gleich mit... nee, der lebt noch. Jetzt ist er tot. So. Irgendwie fehlt mir hier ein Weg halt. Und den habe ich anscheinend bis jetzt noch nicht gefunden. Daraus? Den erstmal machen. Ihr seid verflucht. So, dann haben wir hier einen Weg. Aber das ist nur der Weg, wo ich auch schon hätte... Moment. Aha. War ich hier schon? Bin nicht sicher, ob ich hier jetzt schon war. Doch, aber ich glaube, zumindest mal reingelinst habe ich hier. Weil hier liegt sonst, glaube ich, Loot, den ich schon habe. Und hier ist irgendwo wieder so ein Bimmelmann. Okay, da war Captain Laserbeam. Wo kommen die alle her? Ist hier ein Nest? Ich guck gleich auf den Chat. Ich guck einmal, ob es hier irgendwo einen weiteren Weg gibt. Ah komm, ey, ich will euch doch nicht jetzt alle machen. Da kommt Captain Laserbeam. Hier ist nix. Ne, hier ist nix. Ja, hier ist tot, ist hier. Aber sowas von tot. Wie lange wirst du noch streamen, White One? Halbe Stündchen. Renn die Treppe runter. Welche Treppe? Wo war da eine Treppe, Fraktale? Also, bin ich da, wo ich jetzt gestorben bin, grundsätzlich nicht falsch und da ist eine Treppe, ja, Fraktale? Nee, Yoshi, ein Dungeon haben wir heute nicht gemacht. Wir haben heute dieses optionale Kanehurst durchgespielt. Das stimmt. Slane hat, glaube ich, recht, dass wir deswegen da nicht weitermachen wollten, weil wir noch nicht stark genug waren. Das Gebiet ist halt einfach nur nervig. Da ging es doch weiter bei der Plattform, sagt auch Doc. Okay, ihr habt es alle gesehen, weil ihr wahrscheinlich nicht das Adrenalin habt. Oh Gott, da sind 1000 Mobs, ich muss den Mobs ausweichen. Ich habe genau dieses Gefühl und habe es nicht gesehen. Dann renne ich da jetzt nochmal hin. Immer wenn wir sterben, wir verlieren ja nichts. YOLO. Aua. Ah. Ah, ist noch einer. Schön. Den habe ich nicht hier bedacht. Mhm. Regel Nummer 1, halt euch nie in Front, wenn einer mit 2 Meter mit der Knarre neben euch steht. Der trifft. Der trifft dann. Ah, schön. Ah, herrlich, ey. Diese Speedrunner-Talente, die in mir schlummern. Ich werde der weltbeste Speedrunner. Oh, die Ladezeiten. Genau Richtung Laser. Ja, das ist... Aber das war so ein schöner Fail, ey. Aua. Ja, ich heile mich um die Ecke. Also nicht hier, sondern erst hier hinten. Okay. Ja, ist egal. Dann gehe ich hier rum. Lirum, Larum, Rumpelstiel. Glöckchenmann, Bimmel zu viel. Egal. Egal.
Ach, die kamen an. Ah, oh, nee, wo war denn jetzt hier der Ausgang aus diesem scheiß Knast? Hier? Nein! Wo? Kacke! Da ist doch eine... Jetzt habe ich den Weg verloren. Jetzt ist der Ofen aus. Ach da. Ha! Dann hole ich mir nochmal eben den Loot. Bin einfach vorbeigelaufen. So. Quecksilberdinger habe ich genug. So, Rumsasser. Und hier ist die Tür. So, dann links rum. Ne, rechts rum und dann links rum. Und beim Laser. Und da ist die Frage, wo? Da, wo die herkommen? Oder eher so da links? Weil ich sehe da halt keinen Weg. Den Kathedralen-Key habe ich irgendwo gelootet. Das mag sein. Den Kathedralen-Key? Wo der Stuhl ist. Also direkt hier rüber. Aber hier vorne komme ich doch nicht rüber. Da ist doch zu. Oder komme ich da hoch? Ja, ich muss los. Da komme ich nicht hoch. Oder vielleicht hier. Ja, hast du recht. Da geht's weiter. Da geht's tendenziell weiter. Da ist ein Durchgang. Oder war ja noch nicht. Und das ist der richtige Weg? Fragezeichen. Nicht, dass ich jetzt fünfmal probiere, dahin zu rennen und dahinter ist nichts. Oh Mann, ja, schau an alle, die gehen. Okay, ich muss sofort rennen. Weil sonst komme ich an denen nicht vorbei. Oder an denen. Ich hätte da runter gemusst. Genau, hier runter. Hier runter. Und hier rum. Ist die Frage, wie ich da durchkomme. Noch lebe ich. Noch lebe ich. Da ist eine Hexe. Das ist eine Hexe! Scheiß Hexe! Wo bin ich denn jetzt hier? Also das Ding ist neu für mich. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, aber wir haben Leuchtfeuer. Das heißt, wir haben Leuchtfeuer. Alter Vater. Das ist ja mal eine super bumsige Stelle. Das ist ja eine Bumsstelle aus der Bumshölle. Ich mache dem Schlaf Konkurrenz. Warum? Klingt ja so, als ob ich langweilig bin oder ermüdend. Ich hoffe doch nicht. Ich gebe mein Bestes und mache ja schon Speedrun-Mechanics, um an diesen Stellen vorbeizukommen. So, jetzt ist die Frage... Achso, hier gibt es ja auch nur einen Weg. Trollolol. Also quasi den Weg. Wow. Fast umgefallen. Du weißt, wo du bist. Nee, ehrlich gesagt,
Rap Art weiß ich's nicht. Genau andersrum. Ach so, okay. Danke, Blaze. Wäre aber auch nicht schlimm, wenn man halt mit der Stimme einschlafen kann und ich nicht nerve. Ist das auch ein Kompliment? Ich denke, dass ich da unten drunten schon mal war. Dass das der Knast ist, aus dem ich ausgebrochen bin. Das genau gegenüber. Da. Wo ich jetzt das Fernrohr hinhalte. Das X auch ein Leuchtfeuer ist. Das Leuchtfeuer ist, was wir halt hatten, wovon wir gestartet sind. Nur jetzt genau gegenüberliegend. Also wir sind quasi wieder in dem gleichen Gebäude. Nur auf der anderen Seite. Ist eine Vermutung. Jetzt ist die Frage, was können wir hier noch an Loot rausziehen? Und wo führt uns der Weg hier eigentlich hin? Ich glaube, wir nähern uns dem Blitzhundi. Ich glaube, wir nähern uns. Ich schaue mich jetzt hier nochmal um. Da, Flurry. Ich danke dir fürs Follow, mein Lieber. Weil... es muss ja auch Wege geben, die jetzt dahin führen. Bone Crusher. Auch dir. Aber selbst wenn wir da gleich noch hinkommen... Aha, ja, hier kann er auch. Ah, der gut Schaden macht. Doch den Arsch auf, da springe ich dir doch lieber von oben auf den Kopf, du Snipermann. Ja, fang schon mal an rum zu snipern. Ich komme gleich. Hier ist nichts. Arschloch. Entschuldigung für die Wortwahl. So, das ist ja auch weg. Hurra. Ja, wie gesagt, das Gebiet muss da ja dementsprechend auch hinführen. Glockenmann. Hallöchen hier. Oh, das ist doch nicht euer Ernst, ey. Kann der durch den Mob durchschießen? Ja, okay, die Antwort ist ja. Nein! So dumm. Backstep ist wichtig. Backstep rettet Leben. Manchmal. Dann nochmal die Skillkeule hier zum Schluss aus. Zum Schluss des Streams kommt nochmal das skillige Gameplay. Ist ja völlig unvorstellbar hier gerade. Na komm, machen wir uns voll. Oh, schön viele Violen. Die nehme ich natürlich mit. Und wo geht's jetzt hin? Oh, wir machen was Neues auf. War doch unsere Lampe, die jetzt kaputt ist. Wieso? Weil wir die andere haben, oder was? Warum? Verstehe ich nicht. Und hier sind auch andere... Oder? Ist das ein anderer Mob? Naja, hier waren wir. Also ab hier haben wir uns ja umgesehen komplett. Also das heißt, hier ist ja nichts mehr Spannendes drin. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie gefaced, dass jetzt auf einmal doch was drin ist. Was vorher nicht da war. Hier.
Nein, ich. Hier sind wir falsch. Hier will ich nicht hin. Warum liegt hier noch Loot? Interessante Frage, warum hier jetzt Loot liegt. Weil eigentlich waren wir hier schon. Ui, also wir müssen uns wirklich hier nochmal umsehen. Wir waren hier. Wir sind auch hier lang gegangen. Jetzt sind auch andere Mobs jetzt hier drin. Wir waren nämlich das allererste Mal hier vor ein paar Streams. Und da bin ich hier lang gegangen und habe gesagt, hier ist der Point of No Return, wenn man runterspringt. Ich will mich erst noch umschauen. Das heißt, ja, das ganze Gebiet hatten wir eigentlich durchsucht. Aber es ist halt jetzt irgendwie gefaced. Okay, auch dir vielen Dank fürs Follow, mein Lieber. Das heißt, es sind jetzt halt anscheinend neue Gegner und neuer Loot hier drin. Das heißt, das Gebiet können wir uns irgendwann auch nochmal anschauen. Fallout Boy. Wie hieß der? Pip-Boy? Heißt der Pip-Boy? Ich habe nie Fallout großartig gespielt. Sorry, Fallout Boy. Aber trotzdem, danke für dein Follow, mein Lieber. Yosuka, komm gut ins Bett. Celeste, das ist bestimmt eine andere Welt. Also quasi so Parallelwelt, meinst du? Das können wir nochmal ganz kurz an einer Stelle überprüfen. Und zwar, wenn ich jetzt hier... Also hier kommen wir zum Boss. Falls der Boss da jetzt noch ist und nicht weg ist. Wir gehen nochmal eine Etage tiefer. Unten war eine Frau, die um Hilfe gebeten hat. Und da waren zwei Mopeds. Nee, die sind anders. Da waren vorher... Ja, hier stand auch direkt um die Ecke ein Mob. Und ich glaube, unten war gar kein Mob. Nee, das ist anders. Dit ist anders. Warte mal, ja, was war das denn für ein Golem-Ding? Das waren die Typen, die wir vorher hier bekämpft haben, ne? Hallöchen, wer bist du denn? Captain Wunderklinge. Aua, ich sehe nichts. Was ist das für eine Gang? Ja, ne, komm. Ja, nein. Bestimmt. Ihr habt aber den Arsch auf. Ja, hier ist der Gegner. Irgendwie so ein, keine Ahnung, Gegner. Tschüss, ich gehe mal ganz kurz. Keine Ahnung, wie ich die jetzt alle gepult habe. Da ist Blitzbauer. Können wir uns ja mal einen Try angucken, wa? Würde ich mal so sagen. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ja, je nachdem, wie der Try aussieht, ein Try mal gucken. Und ansonsten machen wir den morgen. Dann haben wir direkt nämlich wieder Boss-Time für morgen. Behaupte ich einfach mal. Oh Gott, oh Gott. Ja, da sind noch so viele Zuschauer. Über 200 um 3 Uhr nachts in der Woche. Alle bekloppt, mich eingeschlossen. Aber das ist sehr geil. Jetzt ist mir schon klar, dass wir es nicht immer haben werden. Aber ich genieße jetzt gerade die Zeit. Und ich hoffe, den einen oder anderen kann ich zum häufigeren Einschalten überzeugen. Würde mich halt freuen. Ja, und der Nightbot sagte schon, wir waffen unsere Waffe jetzt mit Blitzverzauberung und machen bestimmt bums viel Schaden. Na, natürlich nicht. ja, na klar, White One stream ich regelmäßig, klar. Normalerweise Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag.
kündige ich vorher an auf Facebook, auf Twitter, ist im Offline-Bild vom Player und ja, streame ich regelmäßig. So, gucken wir uns den Boss nochmal einen Try an, würde ich sagen. Boss-Time in Bloodborne, liebe Freunde. Wir ziehen gegen die, ich glaube, Bestie Pal. Ja, es ist ein Hund. Und was gibt man Hund zu fressen? Pal. Schappi. Er könnte auch Schappi heißen. Gegen die Bestie Pal in die Schlacht. Ein Try hatten wir bis jetzt. Und da bin ich recht schnell gestorben. Wie gesagt, wir gucken einfach mal, ob wir ein bisschen länger durchhalten. Schaden ist schon mal so. Okay. Das ist vielleicht auch wieder so ein Boss, wo man wieder besser ohne Lockern spielt. Was jetzt? Gerade den Boss mit dem Parry erlegt, jetzt den Boss mit dem Backstep ins Gesicht. Funken, Jägerabzeichen, Dunkelbestie Pal, kaputt. Kaputt. Oh, wenn einem so viel Gutes widerfährt, ist das ein Yay-Wert. Alter Schwede, vielen Dank noch für die Follows, die im Kampf waren. Ich hab's nicht gesehen. Ihr Geilen, danke fürs Einschalten, danke fürs Followen, danke fürs Mitwachbleiben und Mitfiebern. Ihr seid die Besten, Mann. Alter. Dunkelbestie, Blitzhund, Mops. Ich fass das selbst nicht. Das war ja schon fast zu leicht, ey. Mann, oh Meter. Zu gut. Ich weiß nicht, was jetzt bei dem Kampf jetzt... keine Ahnung. Gefühlt habe ich auf ihn draufgehauen. Irgendwann ist er runtergefallen, war total klein. Hat nicht mehr geleuchtet. Ich habe einfach weitergehauen. Er ist aufgestanden, wieder umgefallen. Und dann irgendwann kam der Crit-Sound und habe ich ihm eins auf die Hundenase gehauen. Und dann war gewonnen. War wohl nicht ganz falsch. Dutz. So, kurz mal den Chat gucken und an der Lampe ziehen. Zu gut. Ja, und danke für die GGs und GZ und oh Mann, danke. Und DC, schön, dass du so spät noch eingeschaltet hast, sei gegrüßt. Sless, ich kenne dich von More Immer Than You, das ist schon lange her. Kappa. Der macht ja leider nichts mehr, der gute Imber. Finde ich super schade, dass er nur noch seine Let's Reads macht. Ich meine, er hat eine schöne Stimme dafür, keine Frage, aber ich finde halt schade, dass er auch die alten Gameplays gelöscht hat und jetzt im Bereich Let's Play gar nichts mehr macht. Schuld ist allerdings das Internet. Er ist halt umgezogen und hat in seiner neuen Wohnung halt kein vernünftiges Internet, um große Klamotten hochladen zu können. Und dementsprechend kann er halt keine Let's Plays mehr machen. Das ist der Grund für die, die sich fragen, was mit Imber ist. Und wer Imber ist, die nicht wissen, was immer gemeint ist, ich habe halt mit dem den Artorias of the Abyss DLC von Dark Souls 1 gespielt, war auch ein Let's Player, der macht jetzt im Moment nur Let's Reads, weil die deutlich kleiner zum Hochladen sind. Schade, ich habe halt gerne mit ihm gespielt, ich mochte halt seine Art, seine Stimme, war ein echt netter Typ. Da kam ich her, ne? Ja, da kam ich her. Oh mein Gott. Ja, keine Boss-Time zum nächsten Stream-Start. Müssen wir uns ein neues Spiel, Wauzi, zum Spielen besuchen. Ich würde sagen... ja, komm, wir gehen einmal kurz noch fix leveln. Und, oder? Kriegen wir... macht jemand Tür auf, dann leveln. Nein, erst leveln. Erst ganz, ganz kurz leveln. Kann ich ein bisschen länger quatschen. Puh.
Du hast den Boss so oft auf die Beine geschlagen. Also, okay, ist das die richtige Taktik anscheinend. Ob ich auf der Gamescom bin, fragt Pata. Ich gehe davon aus, ja. Also definitiv am Pressetag. Ich werde aber auch noch gucken, dass ich ein, zwei andere Tage da bin. Dass man da sich eventuell in der Halle irgendwo vielleicht am Twitch-Stand... Twitch-Stand ist ein schönes Wort. Twitch-Stand. Lädt zum Lispeln ein. Dass man sich am Twitch-Stand dann mal einen Tag trifft oder so. So ein kleines Fan-Treffen. Zu diesem schwarzen Loch, wenn da noch ein Boss drin ist, dann machen wir das lieber nächste Mal, du. Digga, hat jetzt noch ein Boss und oh Gott. Da werde ich ja dann weich im Kopf. Moment, verstärken. Einer fehlt, ein Brocken. Schade. Kaufe ich lieber nochmal ein paar hier Blutfiolen-Dinger. Gegenstände erlangen. Mach mal fertig. 15 Stück. Naja, mach mal. Muss ich nicht so viel farmen gehen. Wie hieß denn das Ding jetzt? Friedhof der Dunkelbestie, ne? Glaube ich, hieß das. Nächstes Mal dann Cool in the Gang. Wer ist denn Cool in the Gang? Jetzt haben wir nur noch einen Boss offen. Also einen bekannten, mir bekannten, den wir schon versucht haben, einen Try. Das war dieses Vieh hinter der Pilzgang. Ebrium-Ding. Ich weiß gar nicht, wie das Ding hieß. Ebrium? Morgen 22 Uhr. Ja, morgen Dienstag 22 Uhr geht's weiter, klar. Ob es jetzt direkt mit Boss-Time losgeht, das weiß ich nicht. Weil, wie gesagt, ich weiß nur, wo ein Boss noch ist. Die anderen müssen wir jetzt erstmal wieder suchen. Heute hatten wir quasi drei Bosse gemacht. Ja, sehe ich das richtig? Ja, drei Bosse. Ich hoffe, die Mods haben den Titel aktualisiert und die drei Bosse drauf addiert. Der Robin ist ja heute schon schlafen gegangen. Ich weiß nicht, ob Spike das gemacht hat oder Yassi oder nicht. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, muss ich das nachher machen. Ist nicht schlimm. Eisentakus, danke für die Info. Ja, dass er die Videos gelöscht hat, habe ich schon gesehen. Warum? Keine Ahnung. Das habe ich ja schon mal kurz thematisiert. Also ich habe damit nichts zu tun. Ich habe ihn nicht angewiesen, irgendwas zu löschen. Finde ich halt schade. Es lässt die drei gerade von denen du weg... Ist das ein Boss? Doc Hammett, die drei, von denen ich gerade weggelaufen bin... Das ist halt so weit wie Doppelverfolger. Aha. Spike, sauber, sauber. Popauer, dankeschön. Oh, nicht zwei. Nicht zwei gleichzeitig. Ja. Ich hoffe, die resetten hier ganz kurz. Hallöchen, tschüss. Bastard-Mob. Aber die machen komischerweise gerade gar nicht so viel Schaden. Das wundert mich gerade. Die haben schon mal mehr gemacht. Bestienbluttabletten. Blutsteinscherbe? Eine normale? Wo bin ich hier? Moment, ich muss die beiden Mobs eben kaputt machen. Moment. Ich war hier schon. Weil ich habe den Loot gelootet. Die Tür war zu. Das heißt, ich bin jetzt irgendwo, wo ich schon mal war. Aber wo? Ist das hier Aldianam?
quasi der untere Teil von Aldianam. Ja, ich glaube, da geht's nämlich rechts jetzt hoch. Wenn da rechts dieses kleine bunte Türmchen ist. Moment. Und hier ist... Ja, das ist Aldianam. Ja, hier ist der Turm. Also hier brauchen wir uns nicht umsehen, weil hier haben wir uns gründlich umgesehen. Also sind wir hier auch fertig. Dann ist aber die Dunkelbestie ja im Endeffekt aber auch optional. Wir haben ja auch klar keinen Loot bekommen. Oder kein Key-Item. So, nein, das sind drei andere Jäger. Okay. Ja, wie gesagt, die können wir mal optional killen. Ja, klar. Gut, ich habe jetzt erst gecheckt, wo ich bin. Ich dachte, es wäre jetzt ein neues High-Level-Gebiet, aber nein, das ist natürlich Aldianam. Das haben wir schon vor zig Streams durch. Ja, klar. Jetzt habe ich gecheckt, warum... Geh doch zur Kathedrale. Ja, gut. Jetzt ist die Frage, warum es jetzt in der Story da weitergehen sollte. Das habe ich jetzt noch nicht ganz gecheckt. Also der, im Moment fehlt mir gedanklich der rote Storyfaden. Wobei wir jetzt dann heute auch Schluss machen und morgen dann uns den weiteren Weg suchen. In der Kathedrale haben wir jetzt ja nur noch den einen Boss offen. Jetzt ist die Frage, ob das der nächste Boss wäre. Müssen wir schauen. Das sind drei Jäger, die kommen ab und zu mal im Spiel vor. So ein Blitzanhänger. Ja, genau, Heavy Tinder. Da gucke ich jetzt nochmal nach. Ich glaube, dafür kann ich mir was kaufen. Das war... glaube ich, das hier, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, ich glaube, dafür gibt es neue Waffen. Schauen wir mal. Ich glaube, den können wir jetzt kaufen, diesen Tonitrus. Den gab es vorher nicht, aber den haben wir ja schon im Level gelootet. Glaube ich. Werde ich schauen nochmal, aber ich glaube, den gab es vorher nicht, diesen Tonitus. Ja, wie gesagt, Video, Facebook, Pipapo, schaue ich nachher, keine Sorge. Werde ich dann auch wieder wie üblich ein Gefällt mir drunter setzen, wenn es mir gefällt. Ja, das heißt, im Moment ja nur ein Boss noch offen. Den wir dann irgendwann mal aus dem Leben knattern müssen. Auf der großen Straße. Ja, schauen wir morgen Eikolon und Co. Wie gesagt, jetzt noch was Neues zu starten, einen Weg zu suchen, wo ich nicht 100% weiß, wo es weitergeht. Das werden wir alles im morgigen Stream machen. Machen wir heute 5 Minuten früher Schluss. Sage ich an der Stelle schon mal für die YouTuber. Bis zum nächsten Part. Wie gesagt, war ja nochmal gut am Ende was los. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und bis dahin.